Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute unterwegs, machen eine kleine Tour, verschiedene Trails, Ziel am Ende eigentlich Nussbaum noch. Wir checken das Ganze mal ab, wie die Trails sich verändert haben hier an den Homespots. So, Leute, wir schieben gerade hoch und perfekter Einstieg eigentlich für das Thema Ausdauer. Ich werde euch heute so die Basics erzählen, so echt so Grundlagen. Und warum kann ich euch das erzählen? Weil ich den Kram gelernt habe. Ich bin eigentlich hauptberuflich in der Fitnessbranche tätig. Personal Training, Group Fitness, Mastertrainer für Hit the Beat, Breakletics und so weiter. Und ja, deswegen glaube ich, kann ich dem einen oder anderen da ein bisschen was erzählen, weiterhelfen. Werde euch heute so einen kleinen Overview geben, was ihr so wissen solltet, wenn ihr eure Ausdauer verbessern wollt. Jo, aber erstmal harter Weg nach oben. So, das erste, was ihr wissen solltet, es gibt verschiedene Arten von Ausdauer, nämlich Langzeitausdauer, Kurzzeitausdauer und ja, so eine Mischform sozusagen. Und meiner Meinung nach brauchen wir beim Mountainbiken tatsächlich alles. Wenn wir einen Aufstieg haben, ist Langzeitausdauer. Wenn wir eher mal kurz, zackig irgendwelche Sprünge nehmen müssen, ist es Kurzzeit. Das heißt, wir müssen tatsächlich meiner Meinung nach alles trainieren. Und wie das Ganze sich verhält und Trainingslehre-Aspekte und so weiter, das erzähle ich euch jetzt gleich. Denn eigentlich sind die Dinge selbsterklärend und man kann sich die Sachen eigentlich auch denken. Aber wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, kann das auf jeden Fall schon mal nicht schaden. Also, es gibt nochmal zwei verschiedene Aspekte von Ausdauerarten untereinander, abgesehen von den ganz normalen Überklassen. Und zwar einmal die aerobe Ausdauer und die anaerobe Ausdauer. Die aerobe Ausdauer ist der Ausdauerbereich, der sozusagen, wie sagt man, ja, wo grob erklärt der Sauerstoffgehalt im Muskel ausreicht, um den Muskel ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen, dass keine Milchsäure, also keine Laktate gebildet werden, und dann ermüdet der Muskel nicht so schnell. So, dann gibt es die anaerobe Ausdauer, das ist sozusagen genau das Gegenteil. Und zwar habt ihr da eine sehr, sehr starke Belastung und der Sauerstoffgehalt im Muskel reicht nicht aus, um ihn gut zu versorgen. Und da werden halt ziemlich viele Milchsäure, Laktat, wird dort ziemlich viel gebildet und dann ermüdet der Muskel sehr, sehr schnell. Aber wie funktioniert das Ganze, dass ihr das trainiert? Und wie schafft man es, diese Grenze, bis man ermüdet, weiter nach oben zu setzen? Das erzähle ich euch gleich. Alter. So, ja, ich warte gerade auf die Dia hier unten auf Hälfte der Strecke und erzähle euch ja kurz was zum nächsten Thema. Und zwar gibt es das Prinzip der Superkompensation. Das bedeutet letztendlich, dass ihr einen Belastungsreiz setzt und mal angenommen, hier ist so eure Reizschwelle und ihr setzt den Reiz hier. Das heißt, ihr seid ermüdet und kaputt. Wenn das passiert, passiert in der Regenerationsphase, wenn ihr Pause macht, dass die Superkompensation diese Schwelle höher setzt. Und dann habt ihr einen Fortschritt. Also dann seid ihr sozusagen beim nächsten Mal besser als vorher, weil da gibt es dann das Reizschwellengesetz. Und das Reizschwellengesetz besagt, der Reiz muss immer groß genug sein, um über die Reizschwelle zu kommen, um
eine Superkompensation auszulösen. Und ja, das ist eigentlich eine coole Sache, weil wenn man das genau weiß, kann man immer über seine Reizschwelle trainieren und ist dann jedes Mal ein Stückchen besser einfach. Und das zu wissen, ist einfach extrem wichtig. Und besonders zu wissen, dass man nur in der Pause besser wird und nicht, wenn man immer weiter fährt. Das heißt, der Muskel wächst nur in der Pause, eure Ausdauer wird nur besser in der Pause, weil ihr müsst der Superkompensation Zeit geben, dass sie wirken kann sozusagen. Jo. Wir fahren jetzt mal weiter runter, gucken mal, was hier passiert. Der war geil, der Trail, ne? Boah, der war krass. Da war so eine Familie, die hat sich so an den Rand gestellt, weil du da so runtergebretterst kommst und ich war nur so am Bremsen und dann der Mann cool. So, trau dich! Leute, ganz schön im Sack schon. Das ist echt ein Intervalltraining hier. Intervalltraining bedeutet übrigens immer Belastung, Pause bzw. niedrige Belastung, wieder hohe Belastung. Meiner Meinung nach das beste Training so für besonders für Mountainbiken auf jeden Fall. Jo, wir sind unten an der Straße und müssen uns jetzt irgendwie wieder neu orientieren. Vielleicht fahren wir auch schon zurück, mal gucken, entscheiden wir gleich spontan. So Leute, wir sind im Nutbush Forest angekommen und ich wollte euch noch ein paar abschließende Worte einfach sagen. Sagen wir mal, ich gebe euch so ein paar Fazits, auf die ihr achten solltet. Punkt Nummer 1, achtet darauf, dass ihr genug Pause macht, weil wenn ihr keine Pause habt, habt ihr keine Superkompensation und das Ganze funktioniert einfach nicht. Punkt Nummer 2. Achtet auf eure verschiedenen Ausdauerformen. Denkt dran, ihr wollt möglichst lange aerob bleiben, nicht so lange anaerob, weil sonst Milchsäureeinschuss und schnell Ermüdung. Wenn ihr das richtig timen wollt, dann trainiert mit einer Pulsuhr, weil mit einer Pulsuhr könnt ihr genau ausrechnen, die meisten Uhren machen das von alleine, dass ihr im richtigen Pulsbereich trainiert. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und sonst könnt ihr es dann, ja, sonst fühlt ihr es erst, wenn es praktisch zu spät ist und eure Muskulatur schon ermüdet ist. Und Punkt Nummer 3, achtet darauf, welche Ausdauerform ihr braucht. Ne? Langzeitausdauer, wenn ihr einfach nur lange Strecken fahren wollt, oder Kurzzeitausdauer, wenn ihr kurze Sprints machen wollt, oder eine Mischform, wenn ihr beides braucht. Ja, ich hoffe, der kleine Input hat euch gefallen, auch wenn es nur so oberflächlich war. Wenn ihr mehr in die Tiefe gehen wollt, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ich mache euch gerne nochmal ein weiteres Video dazu. Und yes, wir vergnügen uns jetzt hier bei Nutbush Forest. Es gibt mega viele neue Lines irgendwie gefühlt und alles sieht anders aus. War schon ewig nicht mehr da. Bin sehr gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Bis dahin.